Hallo liebe Leute, euer Coach von Limitless Motion wieder hier und im heutigen Thema geht es nochmal um ein Thema aus dem Bereich der Psychologie, bevor wir dann vielleicht nächstes Mal wieder Richtung Sportwissenschaften uns bewegen. Und zwar geht es um das Thema Erinnerungen. Für uns, für die meisten von uns ist es so, dass es im Alltag sich so präsentiert, als wären Erinnerungen Vorkommnisse, die wir abspeichern als Art Fotografie. Sprich, es ist etwas passiert und wir speichern das ab und wir können das nach Tagen, Monaten, Jahren wie aus einem Fotoalbum wieder hervorkramen und können dann dieselbe Datei wieder herausholen. Oder wie man es am Computer kennt, man speichert irgendwas ab in einem Ordner und kann das, egal nach was für einer Zeit, sofern es das Betriebssystem noch gibt, kann man dieselbe Datei sozusagen wieder hervorbringen und die hat sich nicht verändert. Und für die meisten ist es so, dass das bei Erinnerungen genauso funktioniert, es funktioniert aber eben ganz anders. Also Erinnerungen sind keine Tatsachen, die wir abspeichern, sondern Erinnerungen werden jedes Mal, wenn sie erinnert werden, neu generiert. Das heißt, die werden neu konstruiert, jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere. Das mag auf den ersten Moment vielleicht erstaunlich sein oder vielleicht auch als irrelevant für manche gelten, aber es ist natürlich sehr relevant. Einerseits natürlich für Alltagssituationen, wenn zwei Streitpartner darauf bestehen, Recht zu haben, was vor Jahren passiert ist. Andererseits natürlich auch im juristischen Bereich, wenn man also Augenzeugen befragt oder ähnliches. Aber eben auch in der Therapie ist das sehr wichtig, weil es da auch oft zu dem Phänomen der False Memories kommt. Das heißt, manchmal werden auch von Therapeuten sozusagen Erinnerungen gar nicht absichtlich implantiert oder generiert, die vielleicht gar nicht passiert sind. Das heißt, Erinnerungen sind nicht etwas, was wir wissen, dass sich hundertprozentig so passiert, sondern es wird immer konstruiert auf Basis dessen, was unsere jetzigen Informationen sind. Das heißt, einerseits das Wissen, das wir momentan haben, andererseits unser Körperzustand, das heißt dann State-Dependent Memory, das heißt, wie unser Körper gerade beisammen ist, wie unsere Interozeption, die Informationen aus unserem Körperinneren sein. Nach all dem kreiert, konstruiert unser Gehirn einen Zustand, einen Affekt, beziehungsweise auch eine Emotion dazu und aus dieser Emotion, aus diesem Affekt heraus, produziert er dementsprechend dann auch gefärbte Erinnerungen. Und die verändern sich jedes Mal, wenn sie wieder hervorkramen. Das heißt, Erinnerung ist etwas, was vielleicht in einer Art abgespeichert ist, aber jedes Mal beim Hervorkramen neu reproduziert, neu produziert wird und umgeschrieben. Solltet ihr Fragen haben zu dem Thema, bitte gern kommentieren, das Video auch gern teilen. Auch wenn ihr Fragen zu anderen Themen, anderen Mythenthemen, die ich schon gemacht habt oder neue Mythen habt, bitte gern schickt mir das. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.